Ja, Herr Oberbürgermeister Dr. Schuster, Herr Dr. Zetsche, Herr Dr. Mastio, meine Damen und Herren. Ich freue mich, dass wir hier in der guten Stube des Landes zusammengekommen sind, um das Projekt Car2Go in Stuttgart offiziell für die Bürgerinnen und Bürger zur praktischen Nutzung freizugeben. Mit Car2Go hat die Daimler AG ein Konzept entwickelt, das den Kunden die Möglichkeit bietet, bei Bedarf auf ein Fahrzeug zurückzugreifen. Das Auto steht parat, wenn man es wirklich benötigt. Und ansonsten bin ich befreit von all Belastungen rund um den fahrbaren Untersatz. Ich muss auch nicht lange vorher ein Fahrzeug buchen, sondern kann via Internet oder Smartphone spontan mieten. So bietet also Car2Go eine hohe Flexibilität. Und dieses ist ein Beispiel dafür, wie wir uns vorstellen, dass die vernetzte Mobilität der Zukunft funktionieren wird. Die Nutzung verschiedener Verkehrsträger wie S- und U-Bahn, aber auch Fahrrad, aber auch E-Roller und E-Autos können sinnvoll miteinander verbunden werden. Und so kann eben jeweils das günstigste und am besten geeignetste Verkehrsmittel gewählt werden. Und ich denke, wir müssen unsere Verkehrsnetze der Zukunft in immer stärkerem Maße integriert und kommunizierend uns vorstellen. Es geht also nicht nur um den Wechsel einer Antriebsart, so wichtig und bedeutend das auch ist, sondern es geht auch um ein neues, modernes Mobilitätskonzept. Elektronik und Elektrotechnik, vor allem modernste Informations- und Kommunikationstechnik, bilden mehr als noch als bisher die technologische Basis dieses Projekts. Und ich glaube, gerade urbane Mobilität wird sich in den zukünftigen Jahren erheblich weiterentwickeln und verändern. Dabei spielen viele Dinge eine Rolle, Klimaschutz, aber auch die demografische Entwicklung. Und im Individualverkehr müssen wir mit Nachdruck darauf hinarbeiten, dass wir auf ressourcen- und umweltschonende Weise vorankommen, weg vom Öl und hin zu Senkung der CO2-Emissionen, auch wenn das alles noch eine geraume Zeit dauern wird. Ja, hierbei wird die Elektromobilität eine wichtige Rolle spielen. Natürlich sind Elektromotoren als neue Antriebe nur sinnvoll, wenn der Strom auch aus regenerativen Quellen stammt. Und durch die eingeleitete Energiewende haben wir dazu die große Chance. Meine Damen und Herren, heute geht ein Carsharing-Projekt an den Start, das seinesgleichen sucht. Denn die Car2Go-Flotte in Stuttgart besteht komplett aus Elektrofahrzeugen. Und wir haben ja schon beim Reingehen diesen wunderbaren Eindruck alle genießen können. 300 Fahrzeuge werden unterwegs sein. Und das ist in dieser Größenordnung in Deutschland einmalig. Die dafür notwendige Infrastruktur mit den Ladestationen steht bereit. Die Stationen sind sicherlich schon vielen aufgefallen. Und diese Infrastruktur steht allen Fahrerinnen und Fahrern von Elektrofahrzeugen zur Verfügung. Und dort kann auf einfache Weise dann der Akku aufgeladen werden. Mein Dank gilt deshalb an dieser Stelle der ENBW, der Stadt Stuttgart, die diese vorbildliche Infrastruktur für Elektromobilität möglich gemacht und aufgebaut haben. Und hier entsteht in Stuttgart ein Testfeld für die Erforschung elektromobiler Infrastruktur. Und wir werden hier wichtige Erkenntnisse gewinnen, wie die öffentliche Ladeinfrastruktur in der Stadt eingeführt und betrieben werden kann. Und deswegen ist Car2Go ein herausragendes Projekt innerhalb des Elektromobilitätsprojektes Living Lab BW E-Mobil. Und damit haben wir uns erfolgreich beim Wettbewerb des Bundesschaufenster Elektromobilität beworben. Und wir wollen damit Elektromobilität für alle erfahrbar machen und erhoffen uns da auch den nötigen Schub für die E-Mobilität, der bisher ja noch etwas ausgeblieben ist. Aber ich will auch an dieser Stelle darauf hinweisen, die Ziele sind ja sehr ambitioniert.
mit 1 Million Elektrofahrzeuge. Aber selbst wenn wir sie erreichen, was wir hoffen, sind das immer erst 2,5% der Fahrzeugflotte. Das heißt, auch in der technologischen Verbesserung des klassischen Antriebs und des Hybrid müssen noch große Fortschritte erzielt werden. Und da sind unsere Automobilkonzerne im Land auf guter Spur. Und wir wollen zeigen also mit diesem Projekt, welche Möglichkeiten und Vorteile sich hier bieten. Und so haben wir hier, glaube ich, mit Car2Go in Stuttgart sowas wie ein lebendiges Labor. Und hier kann man etwas ausprobieren, wie die Mobilität von morgen aussehen wird oder wenigstens in welche Richtung sie sich entwickeln kann. Der praktische Nutzen wird vor Augen geführt und im Alltag sichtbar gemacht. Und auch als Automobilland wollen wir deswegen Vorreiter sein bei der Entwicklung neuer Mobilitätsformen und Mobilitätssysteme. Und ich denke, wir sind durch unser Know-how, durch unsere Forschungslandschaft und Hochschullandschaft im Hintergrund, durch die hervorragenden Unternehmen, die wir hier im Land haben, dafür doch wohl prädestiniert. Und meine Damen und Herren, das Car2Go-Konzept ist ein Vorreiter für die vernetzte Form neuer Mobilität. Und damit gehen wir einen wichtigen Schritt in Richtung nachhaltige Mobilität. Und deswegen danke ich allen Partnern, die daran mitgewirkt haben, der Daimler AG, der ENBW, der SSB und der Stadt Stuttgart. Und ich glaube, so wie wir vernetzte Mobilität hier demonstrieren, können wir auch demonstrieren, dass die verschiedenen Akteure hier gut, problemlos und zielorientiert zusammengearbeitet haben, um das Projekt auf die Beine zu stellen. Und deswegen wünsche ich jetzt dem Projekt Car2Go in Stuttgart großen Zuspruch und eine große Zukunft. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Ministerpräsident. Applaus